So, liebe ihr lieben Leute, ich habe wieder mal nicht gecheckt, wie man live geht auf YouTube, ist ja egal. Also, fange ich mal an. Wie gesagt, ich werde das Jahr 2017 relativ kurz halten, weil ich keinen Bock jetzt habe, dass es wieder 20, 30 Minuten oder so geht. Deswegen werde ich mich recht kurz halten. Ja, 2017 hat für mich schon relativ doof begonnen, weil ich ziemlich oft krank war in diesem Jahr mit Bronchitis und Erkältung und bla 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 und Dauerkopfschmerzen. Und dann hat sich meine damalige Freundin auch von mir getrennt. Das war dann auch weniger witzig. Also wie das Ganze hier eigentlich. Bin ich als Single ins Jahr 2017 gestartet, was auch nicht unbedingt so prickelnd war. Aber trotzdem möchte ich ein paar Leuten danken, dass sie sich überhaupt die Zeit genommen haben, mir zuzuhören, mich aufzubauen, wenn es mir scheiße ging. Und ein ganz, ganz großer Dank. Ich weiß, er wird es nie sehen, wahrscheinlich auch nie hören. Geht an Kong. Vielen, vielen Dank für deine Geduld, für deine Stunden, für deine Let's Plays, für die Zeit, die du opferst, auch wenn du im Urlaub bist und uns trotzdem daran teilhaben lässt, obwohl du dir eigentlich eine Auszeit hast gönnen können, aber ja. Auch an Pandoria, immer wieder lustige Horizon Squad, zu sehen und auch mit euch zu lachen, mit euch zu ärgern. Und das beste Beispiel ist immer noch für mich Dead by Daylight und TTT. Ich habe TTT selber noch nicht spielen können, aber ich habe wegen euch Dead by Daylight geholt und ich liebe es. Ich liebe es. Ich bin zwar als Überlebender eine absolute Lusche, aber ich liebe es trotzdem. Ich habe seit... Springen wir zum nächsten Thema, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich überlege jetzt sinnlos oder springe von einem Thema zum anderen. Nein, ich habe... Oder dank ein paar Freunden haben sie mir einen Wunsch erfüllt. Der ist gestern angekommen. Den wollte ich euch nicht vorenthalten. Jeder hat gedacht, das ist nicht der Aschenbecher. Nein. Nein, ich will bloß ein bisschen Platz machen, damit ich hier nichts kaputt haue oder so. Jeder macht ein Unboxing dazu oder macht eine Live-Review oder was auch immer. Ich nehme es jetzt als Video auf für meinen Kanal, zu dem ich auch gleich noch kommen werde. Also, ich liebe diesen. Falls ihr mir auf Instagram und Facebook und so verfolgt, werdet ihr schon wissen, was ich meine. Ich habe, wie gesagt, verspätetes Weihnachtsgeschenk ist, und da geht mein Dank an alle raus, die mich kennen, alle, die sich daran beteiligt haben, sage ich danke, danke, danke. Vielmals danke, ich kann gar nicht sagen, wie viel, da müsste ich jetzt, glaube ich, eine Stunde lang danke sagen und irgendwann würde es euch auch dezent auf die Nerven gehen, deswegen lasse ich das jetzt einfach und zeige einfach, was ich meine. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich seit über 20 Jahren Wrestling-Fan bin und ja. Mein Weihnachtsgeschenk ist gestern verspätetes Weihnachtsgeschenk, wie gesagt, wegen Euroshop ist gestern angekommen. Und es ist der WWE World Heavyweight Champion Titel mit Zed Blades. Und so, ich bin nicht gut in Unboxings, deswegen zeige ich euch den jetzt. Er ist, wie gesagt, relativ groß, wie ihr seht. Ist ein Commemorative-Titel, also aus Plastik. Aber ich liebe ihn trotzdem. Und ich denke mir so, als echter Wrestling-Fan sollte sowas schon... Jetzt kann ich auch hier liegen lassen, genau. Kann ich das auch zeigen und mich freuen, da es mein allererster Titel ist. Und es werden demnächst hoffentlich noch weitere folgen. Aber das hier ist erstmal mein B.
Baby, wie ich ihn nenne. Ich muss trotzdem, weil wir beim Jahr 2017 sind, immer noch, na, 2016 war das noch, ja, 2016 eine Person danken, auch wenn die Person sich entschieden hat, eigene Wege zu gehen, muss ich trotzdem meine Schwester danken, weil sie hat mich letztes Jahr zur WW Live Tour in Wien mitgenommen. Und auch nochmal ein fettes Dankeschön an sie, auch wenn ich sie derzeit nicht wirklich leiden kann, das ist ein anderes Thema. Falls euch wunderbar mich so komisch ausschaue, mir geht es halt nicht besonders gut, ich habe ein bisschen Kopfweh. Dann habe ich mir vor kurzem das Kahnbein gebrochen, bei der Hand. Auch wenn ich jetzt den Gips nicht offiziell trage, ich wollte ihn jetzt fürs Video nicht unbedingt oben lassen, was sonst heißt wieder, oh, was hast du gemacht? Und dann die Fragen, ich weiß, ihr meint es gut, aber das geht mir auf die Nerven. Deswegen, ich habe auch letztes Mal ein Live-Video, ein kurzes Video-Statement gegeben, dass ich einfach derzeit keine Let's Plays aufnehmen kann, weil ich einfach erst gesagt den Nerv dazu nicht habe. Und auch nicht unbedingt die Attitüde jetzt hier mit Zwang aufzunehmen. Das hat Kronk auch schon gesagt, man sollte nie mit Zwang aufnehmen. Ich mache das Licht mal an, warte kurz. Genau, so ist wahrscheinlich besser. Wie gesagt, man sollte halt nicht mit Zwang aufnehmen, man soll sich freuen und man soll mit Elan rangehen, nicht mit Zwang, weil das ist ätzend. Ja, was soll ich noch sagen, Leute? Ich denke mir, dass, wenn ihr wollt, kann ich den Titel noch ein bisschen zeigen. Ist kein Thema. Genau, machen wir mit der Titel-Preview weiter und denke ich mal, ist es schon. Jetzt ist die Kamera auf mich gerichtet. Wie richtet man hier die Kamera auf die andere Seite? Ihr wisst ihr was? Ich mache gleich kurz danach eine Titel-Preview noch dazu und dann haue ich halt einfach beides raus. Ich danke euch soweit fürs Zuhören, fürs Dabeisein, für alle Leute, die mir auf Twitch folgen. Vielen, vielen Dank dafür. 2018 werde ich versprechen, sofern meine Hand wieder okay ist, dass ich auch viel, viel mehr streamen werde, dass ich viel, viel mehr YouTube-Videos machen werde. Und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank und einen guten Rutsch ins Jahr 2018. Lasst es euch gut gehen. Feiert mit Family, feiert mit Freunden. Und tschüss.